ich bin Stefan Ossenkopf für Büso TV und ich bin gerade mitten Teil einer Kampagne Stoppt den heißen Herbst der Heuschrecken und ihrer Fußtruppen. Wir verteilen hier gerade in Berlin. Vielleicht sehen Sie auch, wie in Ihrer Gegend sich Bürgerproteste sammeln gegen wichtige Infrastruktur- und Industrieprojekte. Nun, die Tatsache ist diese, dass nicht nur irgendwelche x-beliebigen Bürger, die tatsächlich Wut haben gegen Regierungen oder gegen die jetzige herrschende Politik und das System, sich dort formieren, sondern auch politische Aktivisten, professionelle Aktivisten, die einen massiven Krieg gegen beispielsweise die Kernenergie, gegen Kohle- und Gaskraftwerke, gegen Schieneninfrastruktur machen, weil sie wissen, dass diese Infrastruktur wichtig ist für die Zukunft Deutschlands als Industrie- und Technologiestandort. Und wir haben in dieser Broschüre nachgewiesen, dass diese Netzwerke massiv finanziert werden durch Stiftungen, wie zum Beispiel dem European Climate Foundation, dieser Stiftung, und kriegen massive Rückendeckung von den Interessen von George Soros. Das heißt also, es sind dieselben Heuschrecken, dieselben Investmentbanken, wie zum Beispiel auch die Deutsche Bank, also deren Vizechef Caio Koch-Weser bei der European Climate Foundation sitzt und diese Gelder an Organisationen wie Compact.de und andere Organisationen der Klimaallianz weiterleitet. Es sind dieselben Investmentbanker und Heuschrecken, die der normale Steuerzahler gerettet hat mit seinem Geld vor dem Zusammenbruch 2008, Sie erinnern sich, die jetzt massiv quasi dieses Geld missbrauchen und benutzen, um nicht nur ihre eigenen Spekulationen weiter zu betreiben, sondern auch noch Industrieprojekte zu sabotieren und die einzige Alternative damit auszuhebeln, nämlich, dass sich die Welt wieder reindustrialisiert, dass Deutschland seine Kernkraft wieder aktiviert, dass wir die neuesten Technologien benutzen, um zum Beispiel auch im Nahen Osten, in Asien, in Afrika und in anderen Regionen und Kontinenten der Welt wieder die Basisinfrastruktur zu bauen, die die Welt braucht, die die Menschen brauchen. Denn wir sind nicht nur einige hundert Millionen Europäer, sondern wir sind ja mittlerweile fast sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wenn diese Menschheit eine Zukunft haben will, also auch in 50, 100 oder 200 Jahren noch einen Lebensstandard haben will, dann müssen wir jetzt endlich einen Systemwechsel vornehmen. Und dazu finden Sie in dieser Broschüre Material. Sie finden Material, wie wir die Finanzkrise überwinden. Sie finden Material, welche Projekte man international fördern soll. Hier zum Beispiel das Nahuapa, Plinio und Pligon-Projekt für Nordamerika. Hier das sogenannte Transaqua-Projekt für Afrika. Den Sib-Aral-Kanal für Asien. Und Sie finden hier unser 10-Punkte-Programm der Bürgerrechtsbewegung Solidarität Büso. Und Ihnen gilt unser Aufruf. Machen Sie mit. Besorgen Sie sich diese Broschüre, Sie bekommen sie online auf unserer Webseite. Sie bekommen sie auch, wenn Sie sich an die hier in dieser Broschüre enthaltenen Telefonnummern wenden und uns anrufen und sich diese Broschüre zuschicken lassen. Seien Sie Teil unserer Kampagne, klären Sie sich und andere auf, spenden Sie für Büso und Büso TV und ja, retten Sie Deutschland. Es ist höchste Zeit. Hallo, machen Sie auch mit. Wir müssen